Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Landstiffer natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm hat nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in der Türkei in Belek sein erstes Testspiel vor der Brust gehabt am gestrigen Freitag zu Hause gegen Austria Klagenfurt. Man hat das Ganze mit 2:1 gewonnen, aber es war schon eine zache Partie, wie man so schön sagt. Aber man muss natürlich auch Abstriche machen. Erstes Spiel nach dem Trainingslager, das ist auch immer so eine eigene Geschichte. Auf jeden Fall hier die Bilder von mir und wir sehen uns einfach nach den Highlights sozusagen. Also in diesem Sinne erstmal viel Spaß. So, das waren eben die Bilder aus Messendorf vom gestrigen Test. Und ja, mein Resümee, ausbaufähig, sagen wir es mal so auf jeden Fall. Aber natürlich eben, erstes Testspiel nach dem Trainingslager, wie schon angesprochen. Da muss man halt einfach Abstriche machen. Im ersten Durchgang aus meiner Sicht die Klagenfurter den Tick besser als unsere Blackies. Auf jeden Fall waren sie etwas giftiger vor dem Tor vom Gegnerischen. Da kam von unseren Jungs wirklich sehr wenig. Es ging trotzdem mit dem 0:0 in die Kabinen. Im zweiten Durchgang dann relativ schnell die Führung für die Klagenfurter. Es soll wohl ein Eigentor von Raphael Obermeier gewesen sein. Ich habe es ehrlicherweise nicht wirklich sehen können. Deswegen da kein Kommentar dazu, auf jeden Fall nach der Führung der Klagenfurter. Ja, tat man sich zunächst auch noch schwer, aber mit Fortdauer der zweiten Hälfte sind unsere Blackies dann schon besser in die Partie natürlich gekommen. Man hat dann auch beispielsweise mit Esse zusätzliche Offensive ins Spiel gebracht oder auch mit Husbeck. Also es wurde natürlich auch fleißig getauscht. Also man hat schon gemerkt, dass es wirklich ein Test der Bundesliga, der gestandeneren Spieler ist. Natürlich mit Ergänzungen wie einem Tobias Koch oder natürlich John Michael Ehmer, der auch noch eine entscheidende Rolle in dieser Partie einnehmen sollte. Zunächst aber in der 70. Minute knapp der Ausgleichstreffer für unsere Blackies, der Torschütze Dario Maresic. Ein schönes Tor vom Innenverteidiger, der eben vom 16er abzieht und auch dem Klagenfurt-Schlussmann da keine Chance auf eine Abwehrmöglichkeit lässt. Und wenig Minuten vor dem Ende sogar noch der Siegestreffer für unsere Blackies durch den schon angesprochenen Youngster Michael John Lehmer. Nach einer Flanke von Lukas Spendlhofer ist es Lehmer mit dem Kopf, der eben Sturm zum Sieg köpfelt und damit eben das Ergebnis schadlos hält. Natürlich eben im Test nicht besonders aussagekräftig, aber man hat gemerkt, es ist auf jeden Fall noch deutlich Spielraum nach oben, was die spielerische Komponente bei unseren Jungs betrifft. Ich bin aber auch zuversichtlich, dass das Ganze schon noch werden wird. Es geht ja eben Ende des Monats auswärts in Mattersburg los mit dem Frühjahr, also mit der Bundesliga-Frühjahrsrunde, und ja, da
bin ich natürlich auch schon sehr gespannt. Natürlich nochmal der Aufruf an alle, die eben Zeit haben. Geld sollte diesmal nicht die große Rolle spielen. Sturm bietet ja den Bus um 5 Euro an. Also so günstig Mattersburg fahren, das gab es, glaube ich, noch nie. Von dem her, wer Zeit und ein bisschen Geld über hat, der soll auf jeden Fall mitfahren. Wegen dem Wetter macht euch dabei keine Sorgen. Es geht ja schließlich um unsere Schwarzen. Bevor wir dieses Video aber beenden, nochmal der Aufruf von mir an euch, dass ich fürs nächste Video eben eine Top 5 Flop Wintertransfer Liste machen möchte und eben daraus ein eigenes Video. Das heißt, ihr schreibt mir bitte in die Kommentare, was sind eure Top-Flop, also Flop-Transfers der letzten 10 Jahre, also angefangen von der Saison 2008, 2009 bis hin zur aktuellen 2018, 19, wobei man 18, 19 natürlich noch schwer hernehmen kann. Es geht ja noch ein bisschen, aber ich glaube, es gibt trotzdem genug interessante Namen. Also welche Spieler hätte man sich ohne Wenn und Aber sparen können und nicht unbedingt den Sturmdress überziehen müssen? Da bin ich sehr, sehr gespannt auf eure Meinungen. Wenn das Ganze gut ankommt und euch das Ganze gefällt, dann könnt ihr nicht nur Like und so da lassen, dann gibt es vielleicht auch natürlich eine Top 5 Top-Transfer-Liste und ja, vielleicht machen wir das Ganze dann auch ein bisschen weiter oder eventuell sogar eine eigene Serie draus. Kommt ganz drauf an, wie ihr da Bock drauf habt. Also schreibt mir das bitte in die Kommentare und natürlich gerne liken, abonnieren und so weiter. Videos teilen, da freue ich mich immer drüber. Und natürlich sind wir auch auf allen Social-Media-Kanälen mehr oder weniger zu finden. Also Twitter, Instagram, Facebook. Da ruhig auch nach TheLensTV gucken, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Und vielleicht noch ganz kurz, wenn ihr den Kanal abonniert habt, schaut, ob ihr die Glocke wohl läuten lässt. Also schön auf die Glocke nochmal klicken, denn dann verpasst ihr wirklich nichts. So, von dem her war es das jetzt aber dann wirklich schon von mir und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der LensTV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich und bis dann. Ciao, ciao.